wie kann man junge Menschen motivieren, den Pflegeberuf zu ergreifen? Zum einen ist es natürlich so, die Wertschätzung für den Pflegeberuf hat jetzt in der Öffentlichkeit eine ganz andere Aufmerksamkeit erlangt. Und wir hoffen natürlich, dass diese sich weiterträgt. Und zum anderen ist es natürlich, wir müssen professionell darstellen, welche professionellen Dinge wir tun, welche Handlungsweisen verbergen sich denn hinter Pflege. Das heißt, wir als Pflege müssen auch in die Öffentlichkeit gehen und sagen, das und das sind unsere Aufgaben. Pflegekräfte sind hochspezialisiert zum großen Teil. Wer hier heute Fachweiterbildung absolviert, in den verschiedensten Bereichen, in der Onkologie zum Beispiel oder in der Intensivmedizin, in der Anästhesie, da stecken am Ende 5 Jahre dahinter. Und es gibt natürlich auch verschiedenste Karrierewege in der Pflege. Wir haben die hochschulische Ausbildung, ja, auf die man auch natürlich zurückgreifen kann. Also es ist nicht mit einer 3-jährigen Ausbildung getan, das kann man tun, das ist auch gut so, dass es die gibt, aber es geht danach auch weiter. Man kann einzelne Module an Hochschulen besuchen, aber auch mittlerweile natürlich in der Pflege, sowohl Richtung Pflegemanagement, Richtung Pflegewissenschaft, Richtung Pflegepädagogik sich weiterbilden. Das heißt, man kann Bachelorabschluss absolvieren, man kann Masterabschluss absolvieren. Und diese Leute brauchen wir auch dringend in der Praxis. Und am Ende des Tages ist es so, dieser Umgang mit Menschen, am Menschen, ist auch was nicht jeden Tag gleich ist, was sich auch jeden Tag ändert. Das heißt, es ist ein wahnsinnig interessanter Beruf, wo ich auch viel mit Menschen zu tun habe. Natürlich kommen da auch Erlebnisse dazu, die vielleicht nicht immer schön sind, aber am überwiegenden Teil des Tages bin ich meistens auch nie allein.